So. Müsste laufen, ne? Also. Gut, sind wir wieder hier. Was mich jetzt interessiert. Da eine Medibox. Es ist ein hässliches, fliegendes Stück Plastik so ungefähr, aber es ist mir jetzt egal. Ich nehme den jetzt erstmal so. Wir nehmen hier was mit, um uns notfalls von Vergiftungen zu haben. Gift bis Hautparasit haben wir. Offene Wunde, Nekrose. Wir hätten was gegen Brüche. Okay. Und den ganzen Rest müssen wir notfalls rausgehen. Ist in Ordnung. So. Ich hoffe, da ist jetzt nichts mehr was Gefährliches im Moment. Wir sollten auf den... auf die Hauptansicht. Der Spaceport tut mir jetzt gerade hoffentlich nichts. Bin mir nicht sicher. Hier scheint nichts respawned zu sein. Hm. Naja. Geh mal rein. Wird schon schief gehen. Ich hoffe nicht. Ach so, ist da genug Treibstoff drin? Ich denke aber ja. Oh, steht ein bisschen schief. Warum stehen die so schief? Junge. Erstmal gerade hinstellen, danke. Okay, besser. Besser. Ich habe jetzt Flügel zumindest rangemacht, ein paar Ecken, wie ich es mir so vorstelle. Muss alles noch ein bisschen abgerundet und hübsch werden. Ja, schön ist was anderes, aber egal. Ja. Habe jetzt unten ein Fahrwerk rangemacht, das heißt, der würde dann notfalls andocken können in eine, in ein großes Raumschiff oder in eine Base. Passt auch. Hauptbereich, wie sieht's aus? Ja, habe ich nicht voll gemacht. Machen wir mal nochmal voll. Jetzt haben wir wie lange Treibstoff? Für 20 Stunden. Das sollte wohl reichen. Wie viel Platz haben wir momentan? Nicht viel, aber gut, schauen wir mal. Nicht schön, aber selten, ne? Haben sie gesagt. Na? Oh, eine Minigun. Und Magentabletten, na, warum denn nicht? So, ich glaube, hier war niemand mehr. Jetzt muss ich echt höllisch aufpassen. Jetzt wird's witzig. Wahrscheinlich verkacke ich, aber schauen wir mal. Also hier am... normalerweise im ersten Geschoss war nichts mehr. Hier gab's nichts Schlimmes mehr. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Base zu zerlegen. Ich möchte sie loswerden. Beziehungsweise es geht mir gar nicht so sehr um die Base, sondern mehr um das, was ich da vielleicht noch finden kann, ja? Ganz klar. Was ist das hier? Uninteressant wahrscheinlich. Ich gucke jetzt lieber ab und zu mal um Ecken. Kann ich lehnen? Nee, kann man in dem Spiel nicht. Das war das Problem. Da ist ein neuer Truppentransporter. Na, fantastisch. Wird schon schief gehen. Da ging's rein. Ich glaube, hier ist der Kern. Ich könnte den Kern gleich raus... ich könnte den Kern natürlich gleich rausnehmen... Nee, da ist der Kern nicht, aber ja, irgendwo hier war er. Ich könnte den natürlich jetzt gleich rausnehmen, dann wäre die Base tot. Aber... weiß ich jetzt nicht, bringt's das? Soll ich das machen? Hm. Holzlatten, Pistolenpatronen, vergiss es. Brauche ich nicht, so ein Bullshit. Im Spind ist nichts drin. Ja, da ist... okay, Kupfererz. Ja, gut, das könnte man sogar gebrauchen. Komm, gib her. Irgendwo spawnt gerade was. Ich werde es merken, wenn ich aufs Maul kriege. Das war ja Schrott, das haben wir ja festgestellt. Okay, was ist hier drin? Munition, mechanische Komponente. Achso, die habe ich vorhin weggelassen, ja. Hm. Ich traue dem Frieden absolut nicht. Da ist so ein Viech. So ein Renner. Okay, aber Headshots helfen schon was. Okay. Und ich nehme an, dass dann auch noch irgendwo ist der Spawner von den Viechern. Entweder sieht man ihn nicht oder schauen wir mal. Und Spinnen oder Skorpione können natürlich auch noch hier sein. Das ist das, wo man ein bisschen aufpassen sollte. Hm.
traue dem Frieden absolut nicht. Ich möchte jetzt da noch nicht unbedingt rein. Ich gehe jetzt erstmal den weiteren Weg. Es gab noch irgendwo was. Hier ist der Kern. Da ist der Kern. Meine Überlegung war jetzt echt, den Kern schon rauszunehmen. Dann wäre Ruhe. Und ich denke, das machen wir auch. Dann spawnt nämlich auch nichts mehr. Das Einzige, wo vielleicht noch was spawnen kann, ist unten. Aha, das geht schon mal nicht. Ich habe übrigens einen besseren Raketenwerfer mitgeholt, ne? Zielsuchende Raketen. Bam! Ich glaube, der Kern ist Geschichte. Sag mal, kannst du mir das mal aufmachen, dieses komische Glas? Das ist ja der Hammer. Willst du mich verscheißern? Nee, machst du mir nicht auf. Aber ich glaube, der Kern ist explodiert. Ne? Hier ist nichts mehr zu sehen. Okay, jetzt ist ein zweiter Truppentransporter, glaube ich, da oben gespawnt noch. Hä? Nee, da passiert echt nichts. So ein Scheiß. Na gut, ich denke trotzdem, der Kern ist Geschichte. So, das heißt, hier dürfte theoretisch nichts mehr spawnen. Ach, das war doch dasselbe Raum, oder? Ich bin ja intelligent. Ich bin so klug. Das schreibt mein KLOK. Wo bin ich das letzte Mal lang? Ich habe ja schon mal hier ein bisschen was weiteres gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang bin. Bin ich irgendwo geflogen ein bisschen noch? Kann sein. Da steht ein Crawler. Stand. Ich schieße das Ding trotzdem ab. Ich traue dem Frieden nicht, weil das sind so komische Automatikgeschütze. Aber ich glaube, eigentlich dürfte nichts mehr feuern. Eigentlich. So. Interessant wäre halt jetzt... Boah, sorry. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da ist der Spawner. Hier strahlt's. Ich bin also am Kern oder was? Warum strahlt's hier? Das Zeug strahlt, die Sauerei hier strahlt. Der Kern ist weg, ich könnte die Base zerlegen. Auch nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt rausgehe, wie viel sind da? Weil ich würde gerne natürlich ein bisschen was davon mitnehmen. Wobei, Fleisch habe ich eigentlich genug. Von daher wäre es egal. Ah! Du Idiot, Mann. Ein bisschen gucken wäre echt hilfreich. Ist da hinten auch noch einer in der Ecke? Nein. Hier ist auch nichts. Also hier war aber auch... Ich habe was gehört. Irgendwas Skorpioniges. Was mir auf den Dez fallen kann. Ungut. Aber hier ging es irgendwo anders noch lang. Ich weiß aber nicht mehr wo. Das ging noch... Ich habe doch das letzte Mal, als ich dir gezeigt habe, ging das doch noch ganz woanders lang. Jetzt muss ich mal schauen, wo das war. So, das heißt... Ja, super. Wir müssen einmal daneben springen, natürlich. Ist aufgeladen, ja.
Sag mal, kann man eigentlich so blöd sein oder kann man es nicht? So, danke schön. Okay. Ist das ein Fahrstuhl? Ja, na klar, warum machst du mir denn so schwer? Meine Güte. So. Es ging hier noch irgendwo anders. Hier unten. Genau da war's. Ach so, ich kann sie ja öffnen. Der Kern ist ja weg. Da war ja was. Der Kern ist ja weg. So. Hier wäre eine Medistation, die kann ich aber nicht benutzen, oder? Doch, cool. Die geht. Ha! Ich kann jetzt auf alles zugreifen. Das ist nett. Tote Pflanze, ne? Das ist toll. Das sind Kräuterblätter, die gehen mir sowieso kaputt. Fleisch ist mir jetzt eigentlich egal, komm. Ich habe genug Fleisch. So, wo waren das letzte Mal, wo wir runter sind oder rein sind oder irgendwas gemacht haben? Ne, hier nicht. Weil das ist dasselbe. Okay, das war woanders. Wo mich noch die Mechanoiden überfallen haben fast. Ja, überfallen nicht. Außerdem hatte ich einen Godmode drin. Ich habe es ja dann eh kaputt gemacht, aber... Und dann habe ich nämlich auch gesehen, dass es viel weiter runter geht. Da waren nämlich dann die Dinger, die ich gesucht habe. Es ging eben um die Behälter, ne? Da drin, verdorbenes Lebensmittel, ganz toll. Lauter verdorbene Ach so, ja, na klar, weil ich den Kern. Mhm. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es verstecken sich da gerne Spawner. Ich hab's fast vergessen. Ich traue dem Frieden überhaupt nicht. Normalerweise müsste ich einen Skorpionbiss überleben. Aber ich möchte es nicht unbedingt. Warum schieße ich eigentlich alles kaputt? Ich könnte es doch einfach öffnen. Ich mache es mir manchmal echt zu schwer. Nee, das wird die Haupteingangshalle, oder? Geht's da runter? Ist das ein Fahrstuhl? Nee. Nee. Gehen wir hier erstmal weiter runter. Ja, da oben der Truppentransporter spawnt die ganze Zeit. Naja. Entschuldigung. Ich weiß nicht, von wo hier was kommen kann. Ich traue dem überhaupt nicht. Den ganzen Sachen. Das ist so mein Problem. Wo bin ich denn das letzte Mal langgelaufen, wo es tiefer runter ging? Es ging doch tiefer runter. Ich habe doch weiteres Zeug gesehen. Wo war denn das? Aber bin ich bescheuert? Alter, wenn mich die... Weg mit dir. Gut, der hat jetzt nicht mehr geschossen. Wie gesagt, die Base ist tot. Aber ich weiß nicht, wie es mit diesen Spawnern ist, die unten drin sind, die Viecher spawnen sollen normalerweise. Ich weiß nicht, was damit ist. Da sind Behälter. Da sind die ersten Behälter. Ja, Bohrer, Drills, Kupferbarren sind ja durchaus schön, aber... Ja, der Truppentransport wird mich nachher fertig machen. Vielleicht cheate ich mich dann raus. Oh ja, nett. Bisschen Medizin. Raketenrucksack. Jawohl, Satium. Sehr gut. Immer her damit. War das da, wo ich gerade war, oder ist das was anderes? Ich denke, das ist was anderes. Ich möchte jetzt nicht runterspringen, weil ich nicht weiß, was da unten wartet.
Ich traue den Sachen überhaupt nicht. Es tut mir leid. Ich traue dem Frieden nicht. Hier sind die Generatoren. Da ist ein Seltener, der Rote, ne? Und den habe ich das letzte Mal auch gesehen und da habe ich gesagt, das will ich haben, ne? Das Zeug ist das, was ich hinter dem ich her bin eben. Ja, muss man einfach sagen. Die Roten sind es, hinter dem bin ich her. Also da steht es auch dabei. Sehr selten. Das will ich haben. Bergbaugerätekern. 3 Stück. Dankeschön. So, jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr. Das heißt, ich muss ausleeren einmal. Das werden wir gleich tun. Und dann werde ich aber auch wahrscheinlich mich hochcheaten. Es tut mir leid. Na, okay, was wir mitnehmen, nehmen wir mit. Mach mal auf. Der würde wahrscheinlich reagieren, aber gewöhnen wir uns mal an, lieber alles abzuschießen, was wir sehen. Ja, wir werden auch in Base noch reingehen, die noch intakt sind. So, auf den Spaceport zu wäre dumm. Ja, wir gehen jetzt einfach mal den regulären Weg raus. Ich hoffe, ich möchte jetzt möglichst wenig cheaten eigentlich, ne? Wir müssen halt nochmal rein, ist klar. Haben wir noch einiges, was wir mitnehmen wollen. In Richtung meines kleinen Raumschiffs muss ich, jetzt habe ich folgendes Problem. Erstmal schlabbert es hier teilweise immer noch. So skorpionmäßig, ne? Und dann der Truppentransport. Ich weiß nicht, wie viele Truppen der jetzt schon rausgeballert hat. Wie sehr die mir jetzt gleich aufs Maul hauen, die Wegsköpfe. Entschuldigung. Aber da fällt mir einfach nichts dazu ein. Na, Spaceport ist falsch. Ich muss hier raus. Oh Mann, der steht ja direkt davor. Jetzt ist es ja fantastisch. Ich sehe nichts. Ich sehe keine Leute. Geht auch nicht gerade gut. Aber besser als im Gewehr. Boom. Arrivederci, bye bye. Geh mal den Weg alles Irdischen. So, habe ich nachgeladen? Ja. Ich weiß auch nicht, wo der Spawner der Truppentransporter ist, weil da immer wieder welche spawnen. Ich verstehe es nicht. Da muss doch drunter was sein hier. Das ist doch was hier. Oder nicht? Hä? Wieso kann ich jetzt nicht demontieren? Oh. Wir gehen mal kurz zum Raumschiff und tun unser Zeug weg. Ich habe jetzt also genug von den ganzen gehärteten Platten. Da können wir echt was machen, das ist schön. Und was ich eben echt, ist, was ich jetzt gerade super geil fand, ist einfach, ne, Bergbaugerätekerne. Die will ich haben, damit ich endlich das Bohren aufhören kann. Da wird dann nämlich ein Gerätekern draufgesetzt und dann passt das. Weil es nervt ja tierisch, ey. So. Ja, dann wird nämlich also so eine Drohne gebaut. Ich kann die, glaube ich, schon in T3 mittlerweile. Also Stufe 3. Und ich habe ja... ach nein, Arrestrum fehlt mir. Und ich muss erst auf andere Planeten. Das hilft alles nichts. Aber gut, ich habe wenigstens schon mal 3 Kerne. Das ist immerhin... Alter. Jetzt will ich wissen. Ist das der Spawner? Nee. Wo ist denn der Spawner? Weil irgendwo muss ja der Spawner für die Truppentransporter sein. Warum da immer wieder welche spawnen? Das muss ja einen Grund haben. Oh, sind auch gehärtete Stahlplatten. Hä? Danke. So, das bitte auch. Aha. Das gibt's mir auch. So. Also jetzt sehe ich nicht, wo jetzt noch spawnen soll. Eigentlich dürften jetzt keine Truppentransporter mehr kommen. Und schon allein, weil die Base ja tot ist. So. Jetzt gehen wir da runter. Sollten aber die Waffe in die Hand nehmen. So, wo ging es lang? Das ging doch woanders lang, oder? War das nicht hier, wo es irgendwo lang ging? Nee. Bis ich das jetzt wieder finde, ne? Nee, eben nicht. Es war ja eben nicht hier. Wo war denn das jetzt wieder? Hier rein. Ja. Ja, und dann hier runter. Ja. Jo, also Ziel war... ist erfolgreich, würde ich sagen. Ja, es ging mir um solche Container. Davon suche ich eigentlich noch viel, viel mehr. Hä? Jetzt bin ich doch wieder falsch.
Ich habe den Fahrstuhl genommen, ne? Ja. Es ging mir um die Container, die eben wo zu finden waren. Wir schauen jetzt nochmal. Das kann nicht so schwierig sein, oder? Doch, ist es. Bin ich jetzt doof? Sag mal, bin ich so bescheuert? Oder habe ich sonst irgendwelche Probleme? Ach, jetzt kann ich da was reinschreiben. Das ist ja auch süß. Ja, brauche ich aber nicht. Danke. Da war der Kern. Hä? Also, Orientierung habe ich wie ein Maulwurf, ne? Ist klar. Das gibt's doch nicht. Wo war denn jetzt die Scheiße mit dem, wo die Fahrstühle, wo die Ding waren? Wo die, die. Hier hinten. Ja. Hier waren die Generatoren, genau, und da war nämlich auch das Teil. So, die könnte ich jetzt abbauen, aber weiß nicht, ob es das bringt. Was ich haben will, sind die Sachen auf jeden Fall. Was ist das hier? Eine Reparaturplattform. T2 auch nicht schlecht. Geil. So, Dankeschön. Das war doch schon, der Besuch war es doch schon wert. So, jetzt weiß ich nicht, ob's. Ich habe Angst, da jetzt unten zu landen, aber ich glaube, das ist das, wo ich. Ja, super. Wo ich eh schon war. Ja, hier war ich. Okay, passt schon. Es hat auch noch wehgetan. Klasse. Ich habe nichts zu essen dabei, fällt mir gerade auf. Noch besser. Sehr intelligent. Ja, okay, das war's halt. Hier ist nicht viel drin. Manchmal gibt's Basen, die sind, die gehen erstmal bis zu 5 bis 10 Stockwerke nach unten. Und Punkt 2 sind dann da teilweise solche seltenen Container halt massenweise drin. War jetzt in dem nicht der Fall. Ich nehme an, wir werden mal den Abandoned Reaktor und die Abandoned Base und so, was wir hier haben, auf dem Planeten auch besuchen. Wir werden da mal nachschauen und werden da mal reingucken. Und da haben wir allerdings das Problem, da gibt es so Albtraumviecher, die sind auch ganz toll. Und auch Skorpione in Massen. Und zwar in versteckten Spawnern. Ganz fantastisch, ja. Na gut, ich würde sagen, ich lasse es hier erstmal gut sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, auch hier kann ich praktisch irgendwas eintragen. Ist immerhin noch leer. Wir haben was gefunden, was wir finden wollten. Im nächsten Part werden wir den Planeten verlassen. Und werden mal Nachbarplaneten besuchen. Um Ressourcen zu finden, die mir fehlen. Die da wären Sarzium, Zaskosium, Erestrum, Neodymium. Ganz wichtig. Gold für später zum Handeln. Aber ich habe auch schon ein bisschen was von diesen Karten. Ne? Also wenn wir hier schauen, Geld habe ich im Moment 2000, schlag mich tot. Hier, ich könnte mir durchaus schon ein bisschen was leisten. Bei dem Admin Trader zum Beispiel. Bis dann. Nicht mal so verkehrt. Ich habe mir nicht zu sehr aufs Maul hauen lassen. Das geht ja noch. Ich habe nichts zu essen dabei. Warum nicht? Bin ich bescheuert? Warte mal. Ich habe einen Kühlschrank und ich habe einen mobilen Konstruktor. Ach, scheiße, jetzt habe ich. Jetzt habe ich es gefressen. Ja, ich habe ja Magentabletten. Also, Magenverstimmung, wenn ich die nicht heilen würde, hätte ich wahrscheinlich eine Vergiftung danach. Also heilen wir es lieber, ja, indem wir so eine Tablette fressen. Jetzt geht's ja besser. So. Was ich eigentlich wissen wollte, war das da. Das da bitte rein und dann gibt's Speisen. Und der kann zumindest mir einen Steak daraus machen. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe meine Bergbaugerätekerne, die wollte ich haben. Jetzt brauche ich noch Neodymium, Sarzium vor allem, um dann die eigentliche Drohne zu bauen. Dann werden wir auf dem Mond da einige platzieren, hier einige platzieren. Da haben wir nämlich schon zumindest Promethium, also Treibstoff. Wir werden uns ein großes Eisen- und Siliziumlager oben auf dem Mond schnappen und werden das bedrohen sozusagen. Und dann geht's weiter. Die Dinger kann man halt echt nur looten aus Base raus. Nächster Part. Gehen wir die Planeten besuchen, die Nachbarplaneten. Bis dann. Den Spaceport lasse ich jetzt erstmal außen vor. Es ist ein hässlicher Betonklotz, aber er fliegt erstaunlich gut. Oh, 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 oh. Aufpassen wäre manchmal echt gut. Ja, und die Dinger, die Titan, wenn wir es soweit abgesichert haben, können wir eigentlich auch noch auseinandernehmen. Die Drone Base ist jetzt schon kein Feind mehr. Ja, warum? Ich habe den Kern zerstört. Die müsste angezeigt werden noch, aber eben ist nicht mehr rot. Schauen wir mal schnell. Drehen wir uns mal um. Na, steht gar nicht mehr da. Warte mal, gehen wir noch ein Stück näher ran. Kupfererz. Drone Base, da, weiß. Die ist neutral. Die tut nichts mehr. Habe ich ausgeschalten. Bis dann jetzt. Ciao. Sehr klein. Das könnte ich mir sogar noch holen, aber nee, komm. Ich habe jetzt Gerätekerne. Wir setzen auf ein mittleres.
lieber ein Treibstoffsammler. Das ist doch gleich das Wichtigste.